inches is nothing to be ashamed of. Good night. Good night. Now, what's the matter with him? He's going to bed. Oh, it's too early. I feel too good. Oh, I wonder if there'll ever be another time as good as this. Gary. Listen, just listen. Wonderful book in it. Maybe I'll write it someday. Darling. Don't spoil it. Don't talk it all away. Verdammte Scheiße. Solche Erdbeben kann es hier doch gar nicht geben. Das ist doch eine grüne Zone. Nur die Aufmerksamen sind bei uns geblieben. Sie sind geblieben und für sie, für diejenigen, die die Hoffnung und das Rückgrat von ganz Amerika darstellen, werden wir nun die wichtigsten Informationen weitergeben. Schauen Sie sich die Karte von Amerika genau an. Sehen Sie die roten, gelben und grünen Zonen? Diese Karte zeigt, wie weit die verschiedenen Gebiete unseres Landes von verheerenden Klimakatastrophen betroffen sein werden. Gebiete. Die grünen Zonen sind Gebiete, in denen am längsten bewohnbare Bedingungen herrschen werden. Scheiße! Alles in Ordnung. Ist doch alles gut. Thank you.
Erdbeben 8,2. 8,2. Da sind doch unsere Leute. Unsere Leute sind da. Hallo, Vlad, Kumpel. Hey. Hallo. Hi. Ich habe gehört, bei euch gab's ein starkes Erdbeben. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es den anderen? Braucht ihr vielleicht Hilfe? Es ist zu spät, Hilfe anzubieten. Du hast dich doch in deiner Höhle verkrochen. Da kannst du jetzt sitzen bleiben. Verdammte Scheiße. Hör mal, ich verstehe das nicht. Warum haben sie keine grüne Karte von Europa gezeigt? Warum nur die Amerikaner? Hast du etwas gehört? Sei ehrlich. Nein, ich habe nichts gehört. Und was machen wir jetzt? Noch aktiver für die kreative Gesellschaft werden. Und ich denke, wir müssen aktiver für grüne Zonen werben. Bevor der Wahnsinn beginnt. Visa beantragen. Alles verkaufen und nichts wie weg. Und ich glaube, wir wurden verarscht. Die, die es wissen müssen, wissen schon längst alles. Und wir, wer sind wir? Einfach nur Fußvolk. Überleg mal, wie viel wir dafür getan haben. Erinnere dich, wie viel Mühe, wie viel Zeit wir investiert haben. Und die einen haben uns nicht zugehört. Die anderen haben uns reingelegt. Und du willst jetzt noch mehr für die kreative Gesellschaft werben? Wir haben keine Zeit vergeudet. Wir haben sie bestmöglich genutzt. Warte, warte. Hörst du mir zu? Ja, ich höre dir zu. Hörst du dir selbst zu? Was stimmt nicht? Nun, das ist egoistisch. Was für eine Wendung, Alter. Was ist egoistisch? Das, was du sagst. Wow, das kommt jetzt unerwartet. Weißt du, was mir schon länger aufgefallen ist? Obwohl, es hat keinen Sinn mehr, mit dir zu reden. Na, sag schon. Ach, leck mich doch. Die Welt bricht zusammen. Die einzigen Nachrichten sind Naturkatastrophen überall auf dem Planeten. Draußen ist ein schrecklicher Smog. Ständig wüten irgendwo Brände. Was kann denn da so lange brennen? Es gibt kaum klare Tage.
Nur wenn Hurricanes kommen, wird es etwas klarer. Und das Allerschlimmste ist der Mensch. Es sind Menschen. Wenn man zum ersten Mal die zerhackten und angeknabberten menschlichen Überreste an den Feuerstellen sieht, dauert es ewig, bis man wieder zu sich kommt. Wie konnten wir in so kurzer Zeit nur so tief sinken? Schrecklich. Und wir hatten doch wirklich eine Chance, das alles zu vermeiden, die kreative Gesellschaft aufzubauen. Frieden, Wohlstand, neue Technologien. Das war durchaus machbar. Warum haben die Menschen nichts unternommen? Es gab doch Foren, Konferenzen. Man hat es ihnen gesagt, ein mathematisches Modell gezeigt. Warum haben sie sich nicht für die kreative Gesellschaft entschieden? Warum haben sie diese Chance nicht genutzt? Vielleicht haben sie den Ernst der Lage nicht verstanden. So wie ich zum Beispiel. Ich habe davon gehört, sogar mitgemacht und versucht, etwas zu tun. Aber ich habe nicht daran geglaubt. Ich habe was gemacht, aber nur wenig. Halbherzig, gelegentlich, ab und zu mal. All diese Foren, Konferenzen der Reihe Globale Krise. Es gab so viele. Wie oft hat man es uns gesagt, lautstark, hat versucht, uns zu erreichen. Und es hat sich alles bestätigt. Alles hat sich bestätigt. Jahr für Jahr hat sich das Klima verschlimmert. Man hat uns Diagramme vorgelegt. Wissenschaftler haben ihre Ansprachen an uns gehalten. Man hat uns diese Informationen vorgekaut und wie für kleine Kinder erklärt. Es ist ein 12.000-Jahres-Zyklus. Und wenn wir nicht handeln, wird uns das Klima von der Erdoberfläche wegfegen. Es gab nur zwei Wege, die kreative Gesellschaft oder zu einem weiteren Mars werden. Wir hatten andere Sorgen, andere Sorgen. Wir sahen, wie sich die Naturkatastrophen häufen. Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkanausbrüche. Haben wir denn nicht begriffen, dass das nicht von selbst aufhört? Und trotzdem, ich habe es gesehen, gehört und irgendwie geglaubt. Ich habe sogar einen Bunker gebaut, aber ich habe weder zugehört noch fest daran geglaubt. Verrückt, nicht wahr? Jetzt glaube ich es, aber was bringt das noch? Was liegt vor uns? Wusste ich etwa nicht, dass das so kommen wird? Ich wusste es. Warum habe ich dann nicht anders gehandelt? Das ist doch ein Käfig. Ich dachte, ein anderer macht das schon. Jemand würde sich melden und das Problem lösen. Irgendwo da draußen, bestimmt, würde sich jemand darum kümmern. Man müsste nur abwarten, dann wird alles gut. Jemand wird verhindern, dass es so dumm endet. Er wird es nicht zulassen. Aber wer verhindert es? Wer lässt das nicht zu? Was habe ich falsch gemacht? Ich bin doch nicht dumm. Was habe ich falsch gemacht?
was habe ich falsch gemacht? Das Internet ist komplett ausgefallen. Schon seit einem Monat habe ich keine Verbindung zur Außenwelt. Ich hätte mir nie gedacht, dass es ohne Informationen von außen so schwierig sein wird. Es ist eine solche Qual. In meinem Kopf herrscht Chaos. Ich muss aufpassen, dass ich nicht meinen Verstand verliere. Jetzt wird mir klar, was für ein Glück ich hatte, dass ich noch im letzten Moment einen 10 kW BLG ergattert habe. Ohne ihn wäre ich schon lange verreckt. Und so habe ich alles. Strom, Lüftung, Heizung. Das Essen ist streng begrenzt, ja. Aber es geht nicht anders. Ich muss sparen. Im letzten Jahr gab es kein einziges Ereignis, das mir Hoffnung gegeben hätte. Es ist ein Käfig und die Tür ist ins Schloss gefallen. Folge Nummer 3. Ich weiß nicht, für wen ich das wieder aufnehme. Eher für mich selbst, damit ich nicht durchdrehe. Seit 3 Monaten gibt es kein Internet. Es ist unmöglich, alles vorherzusehen. Es gibt Schwierigkeiten mit dem Brunnen. Anscheinend sinkt der Grundwasserspiegel. Wasser, wie man so schön sagt, nur donnerstags. Aber solange es regnet, werde ich durchkommen, denke ich. Was habe ich falsch gemacht? Das ist die Frage, die mir keine Ruhe gibt. Ich dachte, ich hätte an alles gedacht, alles berücksichtigt, bis auf eins. Alles, was auf den Konferenzen gesagt wurde, hat sich als Wahrheit herausgestellt. Alles wurde wahr. Was bedeutet, dass im Jahr 2036 ein hydraulischer Stoß durch den Riss im Marianegraben als nächstes ansteht? Vlad, ich wollte dir das sagen. Ich beginne zu begreifen, was du mir damals gesagt hast. Ha, ja, ich war verletzt, beleidigt. Jetzt ist es lustig, aber auch erschreckend und schmerzhaft. Mit Verspätung, die verpassten Chancen zu begreifen. Es ist wie der Abgrund, in den man fällt und fällt und fällt und fällt. Ständig in Erwartung des Aufpralls auf den felsigen Boden. Ich habe nur für mich gelebt. Ich war mir der Ernsthaftigkeit dessen, was geschieht, nicht bewusst, der ganzen Verantwortung. Ich habe mein Ziel verloren. Ja, ich hätte die Dinge anders machen können. Ich hätte mir in den letzten, relativ friedlichen Jahren den Arsch aufreißen können. Dann säße ich jetzt nicht vor Bedauern heulend hier. Weißt du, ich frage mich immer wieder, was hätte ich tun können? Was hätte ich tun können? Ich hatte Beziehungen. Ich hätte es versuchen können, mich anstrengen können, wenigstens versuchen. Aber ich war ein cooler Kerl und hatte Angst, mein Gesicht zu verlieren. Erinner dich, wir wurden kritisiert, diffamiert, verfolgt.
Man hat uns zum Schweigen gebracht. Man hat uns wie Idioten ausgelacht. Verdammt. Alle Politiker, Kirche, Journalisten, einfache Leute. Wo sind diese Klugscheißer jetzt? Paradox. Paradox. Wir wollten doch das Beste. Wir wollten den Menschen helfen. Und man hat uns als Sekte oder als Kriminelle diffamiert. Was ist mit uns geschehen? Wir hätten die kreative Gesellschaft aufbauen und weitere 100, 200, 300.000 Millionen Jahre leben können. Mit neuen Technologien der Lebensverlängerung, in Wohlstand und in Sicherheit, unter einem friedlichen Himmel mit glücklichen Nachkommen und großartigen Aussichten. Aber stattdessen haben wir uns für Chaos und eine Gruft entschieden. Wir sind wirklich wahnsinnig. Obwohl, wer ist wir? Alle sind bereits unter der Erde. Ich bin der Einzige, siehst du, der Schlauste, der wie eine Ratte in diesem Loch hockt. Übrigens, ich möchte dir meinen Schatz zeigen. Schau. Kannst du dir vorstellen, wie sich die Werte verändert haben? Lebensmittel, Wasser und Feuerzeuge. 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 Du kennst ihn doch nicht, wahr? Kennt ihr euch? Er ist doch eine wichtige Figur in der Akademie. Ich sah ihn auf dem Gipfel in diesem, er sprach als... Ja, und? Jetzt ist er in unserer Stadt. Ein öffentlicher Vortrag über die Klimaveränderungen. Das ist eine echte Chance für uns. Treffen wir uns mit ihm. Sprechen wir bei einem Kaffee mit ihm und legen es da, wie wir können. Er ist der Einzige, der dort vernünftige Dinge sagt. Er versteht, dass wenn wir untätig bleiben... Ich denke, er wird keine Zeit haben, um zu plaudern. Und ich schaffe es wirklich nicht. Die Objektübergabe beginnt morgen und ich muss rund um die Uhr dort sein. Und ich kann die Leute nicht im Stich lassen. Du verstehst doch. Soll ich dich mitnehmen? Wie dumm alles gelaufen ist. Und weißt du warum? Weil ich mich nicht mit anderen vereinen konnte. Es liegt alles an mir, an meinem verdammten Egoismus. Ich war wie der Mittelpunkt der Welt, um den sich alles drehte. Ich saß nur da und habe auf meine eigenen Vorteile geachtet. Ich habe Leute kennengelernt, Kontakte geknüpft, mich engagiert und Projekte durchgezogen. Ich hatte Angst, den Mund aufzumachen und über die richtigen Dinge zu sprechen. Angst vor Kritik, Angst vor allem. Und wer bin ich nach all dem? Das letzte Arschloch. Wir waren alle wie ein einziges globales Arschloch. Wir saßen einander im selben Boot gegenüber und haben schweigend zugesehen, wie das Boot mit Volldampf auf den Abgrund zusteuerte. Es ist nicht einmal seltsam, es ist nicht einmal verrückt, es ist unerklärlich. Eine totale Abwesenheit von Verstand. Für wen zum Teufel nimmst du das auf? Das ist nicht für dich, Vlad. Das ist
mein eigener Film. Folge 7. Grüne Zone. Grüne Zone. Hast du, Trottel, immer noch nicht verstanden, dass es von Anfang an eine Falle war? Du hättest das Ausmaß der Katastrophen erkennen müssen, nicht deine eigene Haut retten. Du hättest den Vorwärtsgang einlegen sollen, nicht den Rückwärtsgang. Deine eigene Existenz zu verlängern bedeutet, die Qualen zu verlängern. Welchen Sinn hat es, zu überleben, wenn alles, was bleibt, das Warten ist? Das Warten auf das Unvermeidliche. Das Schlimme daran ist, das Warten. Vor jedem Rascheln Angst zu haben, das macht dich verrückt. Das ist die reinste Folter. Manchmal ist es so schrecklich, dass dir die Beine versagen. Wir hätten Berge versetzen und Flüsse umkehren können. Wir hätten alle Kriege beenden und die Leidenden trösten können. Wir hätten die Hungersnot beenden und die Krankheiten heilen können. Mit Wissen und Verständnis hätten wir alle Tränen der Welt trocknen und die kreative Gesellschaft ein Eden auf der Erde aufbauen können. Was hast du stattdessen gemacht? Du hast deine ganze Energie, deine Zeit, dein ganzes Geld in diesen Unterschlupf gesteckt. Sieh dich um, verdammt! Du hast in einen Sarg investiert! Vlad. Wenn wir aufgehört hätten, uns selbst zu belügen, hätte jede Grabinschrift nur eine einzige bittere Zeile. Hat in diesem Leben alles verkackt. Warum haben wir nicht anders gehandelt? Der zweite Sensor zeichnet nun schon seit 3 Tagen keine Daten mehr auf. Überraschenderweise funktioniert der erste noch. Gestern betrug die Windgeschwindigkeit 490 km/h. Höllische Wirbelstürme. Fliegender Staub, Mikropartikel sind wie Späne. Sie zermahlen festen Ziegel buchstäblich. Gibt es irgendwo noch Menschen? Wie grauenvoll. Und ich lebe noch. Aber wofür? Folge 19. Es gibt nur einen Weg aus diesem Käfig und er führt in die Vergangenheit.
Was hätten wir tun können? Vlad, das ist die einzige Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Und ich könnte wahrscheinlich eine Doktorarbeit darüber schreiben. Guck mal, es ist eine einfache Mathematik, einfache Mathematik. Jeder konnte sich ein Smartphone kaufen, weil es Geld gab. Es gab Smartphones und es gab Internet. Jeder konnte in soziale Netzwerke gehen und mindestens ein Video pro Tag posten. Es gab doch soziale Netze. Es war möglich, ein Video aufzunehmen und es sofort auf der Stelle ins Internet zu stellen. Weiter, selbst bei nur 100 Aufrufen pro Video sind das 36.000 in einem Jahr. Und es gab Videos, die 1.000, 10 und 100.000, ja sogar 1 Million Aufrufe hatten. Das bedeutet, dass es nicht nur 36.000, sondern mindestens 360.000 Aufrufe pro Jahr sind. Verstehst du? Multipliziere das jetzt mit 1.000 Menschen, 1.000 Freiwilligen und schon haben wir 360 Millionen Aufrufe pro Jahr. Multipliziere das mit 10.000 und wir erhalten 3,6 Milliarden. Multipliziere das mit 1 Million, 1 Million Menschen weltweit. Und wir erhalten 360 Milliarden Aufrufe pro Jahr. Verstehst du? Diese Informationswelle hätte nach den elementaren Physikgesetzen unweigerlich neue Wellen erzeugt. Nach elementaren Physikgesetzen. Und wir haben da gesessen und auf etwas gewartet. Millionen von wartenden Dummköpfen, die den Schwanz eingezogen haben. Damals habe ich mich noch lebendig gefühlt. Und das wird nie wieder möglich sein.
Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Oh ja. Wärme. Wo kommt die Wärme her? Woher kommt diese Wärme? Schnee? Mitten im Juli? Winter mitten im Sommer? Was zum Teufel ist hier überhaupt los?
War das der Yellowstone? Scheiße. Verdammt, willst du weiterhin einfach schweigen? Oder sagst du was? Oder findest du auch Ausreden und sagst, du hättest es nicht gewusst? Du wusstest es verdammt nochmal sehr gut und hast alles verstanden. Du bist weggelaufen wie eine Ratte. Wegen Arschlöchern wie dir sind 8 Milliarden Menschen umgekommen. Damals ging dich das nichts an. Und jetzt? Was sagst du jetzt? Sieh dich um. Seh dich um, wo sind all die Menschen? Wo bist du? Wo ist die kreative Gesellschaft, an die du nicht geglaubt hast? Verrecke, du Abschaum, wie ein Auserwählter, wie ein Privilegierter. Zähle die Minuten, zähle die Sekunden. Hast du etwa das nicht verdient? War es etwa nicht deine Wahl? Und einfach so, ehrenlos und lächerlich, bin ich am wahren Leben vorbeigegangen. Es ist Zeit, sich der Wahrheit zu stellen, all die Dinge zu gestehen, die ich so viele Jahre versteckt habe und vor denen ich weggelaufen bin. Ich habe mich vor mir selbst versteckt. Ich dachte, ich sei der Schlauste von allen, aber ich wurde lebendig begraben. Weil ich das Wichtigste nicht verstanden habe. Man kann nicht vor sich selbst weglaufen. Und leichter wird es nicht. Als das alles begann, hatte ich noch Kontakt zu einigen Leuten dort oben. Sie waren der Meinung, dass es der Klima-Cerberus war, der ihnen die Zukunft genommen hatte. Später verfluchten sie Gott, weil er ihre Gebete nicht erhört hatte. Es ist eine Schande, dass so viele von uns das nie verstanden haben. Gott gab uns eine Chance, aber wir waren so verdammt schlau, dass wir diese für eine Utopie hielten. Er hat uns seine Hand gereicht, aber wir haben sie nicht nur abgelehnt, wir haben reingespuckt. Wir haben unsere glückliche Zukunft nicht einfach abgelehnt. Wir haben nicht dafür gekämpft. Wir haben uns nicht angestrengt. Nein! Wir haben noch etwas noch Beschisseneres getan. Wir haben Gott verhöhnt. Jeder von uns hat seine Wahl getroffen. Er ist blass geworden, als er den Bericht gesehen hat. Das Puzzle muss sich zusammengefügt haben. Er bringt es jetzt sogar in seinen Vorlesungen zur Sprache. Allerdings nur beiläufig. Er sagte, er könne nicht darüber sprechen, da er sonst nicht nur aus der Fakultät geworfen wird, sondern auch seinen Titel los ist. Aber er hat uns mit einem tollen Menschen zusammengebracht. Wir haben vor, ihn heute zu kontaktieren. Er ist übrigens auch ein Ingenieur. Wärst du daran interessiert, mit ihm zu sprechen? Wir werden eine Telefonkonferenz einrichten. Ich denke, es wäre fantastisch, wenn du mit ihm reden könntest. Hallo, hallo, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich, ich höre. Wir könnten deine Hilfe gut gebrauchen. Machst du mit? Hör mal, also heute kann ich definitiv nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich habe Wichtigeres zu tun.
Ich habe Wichtigeres zu tun.